Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Port von Jurassic World Evolution. Mal wieder haben wir es mit Stromproblemen zu tun. Aber das ist, denke ich, nicht schlimm, weil wir haben hier nämlich uns nämlich ein neues Ding gebaut und ich weiß nämlich schon, wie wir das erste hier tun werden. Ich hoffe, dass einer dieser beiden T-Rexe überleben wird, denn sie sind nämlich wichtig für unser. Ihr wisst schon ja, was ich meine. Richtig? Richtig. Die Kampfverrufenheit wollen wir erhöhen. Und dafür müssen wir uns ein paar Dinosaurier herstellen, welche noch nicht mal genetische Modifizierungen haben. Die Baryonyxe haben wieder angefangen zu kämpfen. Oh, warte mal. Ich hau hier mal die Brutstättenkapazität rein. So. Und die ersten zwei Dinosaurier, die ersten fünf meine ich, werden jetzt hier produziert. Verplempern auch ein klitzekleines bisschen Geld. Weil ich habe hier jetzt nämlich nur 2.901.000 und. Aber. Naja. So ist es. Die Kentrosaurus haben nicht meine Bo, Ihr doch haben Prozentsatz sie. erhöht sich. Das bedeutet, dass Sie sich gut schlagen, also sehen Sie es als Kompliment. Kein Problem. Wirklich kein Problem. Ich brauche nur wahrscheinlich noch mal so ein Kraftwerk mehr. Sowas hier. Die kann ich unendlich hinbauen, die brauchen. Verbinde ich dann mit dem Hauptstromnetz. So. Und die verbinde ich dann mit dem Weg. Hoppala. Wird schon irgendwie funktionieren. Dann habe ich zumindest wieder genug Strom. So, die Gesundheit ist niedrig. So, mit wem kämpfen wir jetzt? Er kämpft mit seinem eigenen Artgenossen, ist klar. Als ob das was bringen würde. Ihr seid gleich stark, ihr Jungs. Jetzt auch mal ihr seid. Erholt euch mal und so weiter und. Warum kämpft ihr beiden eigentlich nicht? Zu sehr schlecht. Ey, du kannst den doch herausfordern. Fordere den Großen heraus. Dann kannst du verlieren und dann seid ihr auch happy und. Ich glaube, so klappt das nicht. Jedenfalls bei denen klappt das nicht so, wie ich es eigentlich gedacht habe. Aber wir nähern uns schon einer beachtlichen Sternenanzahl. Das ist auch schon mal gut, weil wir haben ja noch irgendwas. Transportbewertung ist nur 37%. Transportbewertung ist nur 37%. Transportbewertung. Das heißt Safari, richtig? Safaris gibt es ja nicht genug. Oder es gibt nicht genug. Was? Transportbewertung, hohe Anfrage. Rot, scheiße. Hohe Anfrage. Hohe Anfrage, scheiße. Alles ist auch scheiße, weil ich die Position scheiße gewählt habe von diesem Beobachtungsdings. Ich meine, man sieht nicht mal den Wald vor lauter Bäumen. Na toll, also kämpfen die beiden Starken gegeneinander und die anderen beiden Starken gegeneinander. So wollte ich das so nicht haben. So, dann habe ich die jetzt hier rangezüchtet. Werde ich sie betäuben. Mehr als das kann ich jetzt zurzeit nicht machen. Da müsst ihr auch noch Krankheit ausbrechen, ist klar. Mitten beim Freilassen, wo ich sie freilassen will. Wenn ich sie jetzt vergesse, dann ist das wirklich kein großartiges Ding, aber ich
nutze mal einfach mal die Gunst der Stunde. Und den Krankenhaus, wenn ich. Natürlich, es sind immer wieder die Sinoceratops. Könnt ihr euch nicht mal gegen Krankheiten immunisieren? Ich meine, immer muss ich die selber immunisieren, dann immunisieren die sich nicht wirklich. Das ist. Die Kritiker ist ein bisschen dämlich in diesem Spiel. Weil, wenn sie sich nämlich immunisieren, dann immunisieren sie sich eigentlich normalerweise sozusagen ihr ganzes Leben dagegen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oh Mann. Ich habe überhaupt keine Tätigkeiten hier. Planung, 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 Planung. So. Da haben wir uns zumindest schon um die ersten 5 Tiere gekümmert. Das vierte ist gerade am rauskommen. Das dritte ist gerade am betäubt werden. Gleich rennt er da hinten hin und fällt um. Und wir haben sich mal wieder nicht richtig darum gekümmert. Die Tierärzte. Sinoceratops. Die Kolikbakterien sind out. So, da kommen dann die nächsten. Irgendwas kommt mir hier gerade sehr komisch vor. Ich weiß, seht euch das mal an. Der trifft hier die überhaupt nicht mehr. Macht doch mal was richtig, Mensch. Okay, er ist auch umgekehrt. Jetzt ist nur noch der letzte hier dran. Meine Arme versucht zu schlafen. Kann es aber nicht, denn er wird nämlich von der Sonne geblendet. Und ich auch. Es ist nämlich mal wieder Sonnenuntergang. Die Sonne geht unter. Und somit kann ich jetzt einfach mal gucken, ob mein Tyrannosaurus Rex es überlebt hat. Alle zwei haben es überlebt. Nicht schlecht. 2 Sumpftypen haben es überlebt. Weg von meinem Sumpf! Dann heißt sie ein Shrek. Ich mag Shrek übrigens. Es gibt viele, die finden ihn kacke. Aber ich finde Shrek geil. Ich meine, es war eines meiner ersten. Muss ich zugeben, es ist eines meiner ersten DreamWorks-Filme, die ich wirklich so richtig aktiv und bewusst gesehen habe. Und ich finde es einfach lustig. Ich fand es wirklich lustig. Deswegen nenne ich die Fiona. Wenn du sicher nicht überleben wirst, aber. Das wird wahrscheinlich auf Dauer nicht gut gehen. Ich kann ja leider auch keinen Sozialitätsskin spleisen. Sonst hätte ich das nämlich schon längst irgendwie gemacht. Also die Sozialität bleibt hier auf der Strecke. Ich werde jetzt hier einfach mal 3 Versuchskanickel oder besser gesagt 3 Versuchssaurier hier hinsetzen. In das Gehege von Shrek und Fiona. Wobei, ich nenne dich lieber nicht Shrek, ich nenne die Farquart.
Weil Farquaad war ja der erste Feind von Shrek. Und wenn Shrek jemanden am meisten gehasst hat, dann war es nicht Fiona, dann war es Farquaad. Also bisher sind sie sehr harmonisch, aber das kann sich sehr schnell ändern. Das kann sich sehr schnell ändern. Ja, jetzt zum Beispiel. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Shrek vs. Farquaad, der wird gewinnen. Währenddessen kommen die drei Versuchskaninchen hierher. Shrek und Farquaad kämpfen gegeneinander. Die beiden sind wirkliche Giganten, die sich nichts schenken. Deswegen machen die das auch. Denn jeder will den anderen übertrumpfen. Und dann plötzlich gibt es noch mehr. Es ist überhaupt ein Wunder, dass es überhaupt zwei Teams überlebt. Nee, das habe ich nicht geplant. Das habe ich wirklich nicht geplant. Das war ungeplantes Denken. Shrek und Farquaad liefern sich einen spannenden Kampf. Farquaad ist der. Der ist jetzt. Laufen von ihnen weg. Mach die Kamera aus. Okay. Farquaad, 34%. Shrek. 35%, 35%. Die sind wirklich ziemlich gleich stark. Je nach die nächste Runde wird wahrscheinlich darüber entscheiden, wie Shrek und Farquaad ihren Kampf abschließen werden. Ich hoffe, dass Shrek gewinnt. Ansonsten nenne ich Farquaad um in Shrek. Ist dann nämlich auch nicht so schlimm. Aber wenn Farquaad verliert, dann behält Shrek seinen Namen und ist dann der neue König. Ist das nicht toll? Die Kentrosaurier sind dann derweil auch die, die dann darunter leiden müssen, dass Shrek und Farquaad dann gegeneinander gekämpft haben und bisher sind sie erschöpft. So, ich werde aber in der Zwischenzeit auch mal so ein bisschen Pflanzenfutter machen für die Tiere. Er ist tot. Oh nein, ein Baryonyx hat verloren. Glaube ich. Yep. Er hat verloren. Wer ist es? Oh, einer der Alpins hat verloren gegen einen Alpin. Deadlocheck. Dead Ironie und Logic. Drei Baryonyx können in diesem Gehege miteinander klarkommen. Drei. Ich wiederhole nochmal. Drei. Nein. Können sie nicht. Der war nur weit genug weg. Wie jetzt? Wie jetzt Zaun kaputt. Oh nein. Ich weiß nicht, wohin du hinrennst, aber das ist der falsche Weg. Das ist garantiert der falsche Weg. Shrek und Farquaad sind ausgebrochen. Das ist ungeplant passiert, wie man sieht. Und die Besucher rennen kreuz und quer über alle Richtungen davon. Warum haben die das überhaupt gemacht? Ich glaube, die sind alle ausgerastet und sind mit ihren Bedürfnissen nicht zufrieden. Shrek und Farquaad. Und müssen gegen einen Sturm ankämpfen. So, sie fangen jetzt an zu kämpfen. Und das machen sie natürlich nicht. Denn Shrek und Farquaad wissen nämlich, wie man kämpft. Und man kämpft doch viel lieber in unfairen Mitteln, oder? Zuerst lade ich Shrek ein. Damit sich Farquaad so ein bisschen erholt. Oh nein. Das hat mir noch gefehlt. Na,
super, ein Wirbelsturm. Gerade bei meinen letzten Momenten dieses schönen Parts kommt immer noch so ein Wirbelsturm dazwischen und zerstört das Ganze drüber. Fahrzeug lenken, das Ding zumindest wieder in Ordnung bringen und die ganzen Ankylosauride, die Panik geraten sind, betäuben. Wurde vom Sturm beschädigt. Ein Dinosaurier ist gestorben. Wer ist gestorben? Oh nö! Ist der Strom weg? Lass mich fahren. Was ist Stürme? Wisst ihr das? Versauen einen alles. Leider laden. Scheiße, ich war drin. Ich war mittendrin. What the fuck? So. Die Reparaturen hier. So. Wie sehr benötigt Strom habe ich. Ist immer noch nicht okay. Oh Mann, das ist mehr kaputt gegangen als ich dachte. Die Baryonyx sind draußen. Kommt auf die Liste. Die Baryonyx sind entflohen. Ich habe das Gefühl. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Einverstanden. Farquaad wird jetzt verkauft. Der wird betäubt und verkauft und so. Die Dinosaurier, die hier dann sind, die werden ja auch alle betäubt und dann verkauft. Alter. Alles miteinander verbunden ist. Das ist asozial. Carnotaurus ist eine Gefahr für die Gäste. Steht hier wirklich? Scheiße, warum? Weil der Zaun kaputt ist. Na gut. Dann kommt jetzt. Oh, da liegt einer. Das ist ja so komisch. Das bringt alles durcheinander, ey. Oh nein, Farquaad und Schreck. Am Anfang zu kämpfen. Bedrohung. Was reparieren. Natürlich, ich komme hier nicht durch. Warum musste ich dazu mich dazu entscheiden, den Pfad der 5 Sterne? Nein! Toast, du bist böse! Geh weg, Toast! Geh weg! Los, geh weg!
Geh weg. Geh weg. Nicht in die Richtung. Willkommen in der Hölle. Wo Dinosaurier wie Toast rumlaufen und ich sicher bald einen sehr, sehr hohen Beitrag habe. Aber ich kann jetzt wenigstens wieder ein bisschen... Ja, ich hasse Stürme. Habe ich das euch schon mal gesagt? Wenn nicht, dann habt ihr es jetzt erfahren. Jetzt vor allem. So. So. Dann brauche ich nämlich nur nachgucken, welche Dinosaurier jetzt auf der Karte alle betäubt sind. Hier ist ein Toast. Das ist ein... Das ist ein T-Rex. Wo ist Farquaad? Der ist hier. Farquaad verkaufe ich jetzt. So. Dann ist Farquaad weg. Aber... Wo ist Shrek? Shrek ist dahin. Okay. Der versucht sich an als Menschenfresser. Oh Mann. Wenn ich das Chaos erstmal beseitigt habe, dann verspreche ich euch, mache ich Urlaub. Und zwar gleich mal mehrtägigen Urlaub. Ich muss jetzt mal gucken, was hier noch kaputt ist. Oh, Kentrosaurus, natürlich, den muss ich erstmal heilen. Mal ich hier runter, oder? Denn ich habe das nämlich mit Absicht so gemacht. So. Weil... Weg muss gegen die kämpfen und dann muss er immer gegen die gewinnen. Wo geht die hin? Ach nein, das ist Farquaad, der wird verkauft. Okay, die Ankylosauride sind auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, wenn sie hier jetzt hier rumlaufen. Natürlich. Mein Park hat 2 Sterne. Als ob das mir noch gefehlt hätte. Aber das werde ich wieder hinkriegen. Wenn nicht so schnell jetzt wieder ein Sturm kommt, dann kriege ich das wieder hin. Was haben wir denn hier? Hier ist Shrek. Shrek ist hier drüben. Okay. Shrek kommt hier hin. Dann ist er wieder bei sich. Das ist Baryonyx. Baryonyx kommt hier hin. Das ist Polarkanthus. Polarkanthus kommt hier hin. Das ist Baryonyx. Baryonyx kommt hier hin. Das ist Toast. Toast kommt in die Ecke. So. Das ist Euplocephalus. Euplocephalus. So, sonst noch jemanden? Irgendjemand da hinten rund um die Map? Ja, hier. Schweck, der wird auch gerade transportiert. Hier ist noch ein Baryonyx. Hier gibt es noch einen Toast. Die werden aber alle schon, denke ich mal, transportiert. Dann werde ich hier nochmal nachfüllen. Ich denke, mehr brauche ich nicht machen. Schön nachfüllen. Damit alle wieder was zu essen haben. Wenigstens hat es die Sauropoden nicht getroffen. Hier und da, dort und drum. Anfrage bestätigt. Und dann werde ich jetzt mal die Betäubten hier auch alle mal wegschaffen. Ich hoffe, der Kentro ist nicht so stark wie der, Stege oder der andere. Dass sie sich dann in Ruhe. Also Shrek kommt auf jeden Fall schon mal wieder zurück. Das ist gut. Da wird er auch sowas wie Boxsäcke haben. Das heißt, solange der nicht an den Boxsäcken stirbt. Kentros sind nicht hier gewesen. Ey. Können die auch nochmal auffüllen? Hier können sie auffüllen, hier können sie auffüllen, hier können sie alle auffüllen. Mehr brauchen wir jetzt nicht. Dann gibt es hier noch ein bisschen Toast.
Ich wollte schon sagen, ob ich den jetzt falsch hingeschafft. Aber nein, zum Glück nicht. So, nachdem wir dieses Chaos wieder von der Strecke geschafft haben und sich die Tierpflege jetzt nur noch um die Lebensbedürfnisse dieser Tiere kümmern und bei mir dann auch wieder Schmeck endlich hier angekommen ist, welcher sich erholen sollte, sonst bricht er wieder aus. Oh nein, bitte nicht. Ich schicke schon mal einen los. Natürlich sind alle beschäftigt. Das wird noch eine Weile dauern, oder? Ja, das wird noch eine Weile dauern. Ich schicke schon mal einen Zivilhelikopter aus. Dieser Zaun kaputt. Okay, Shrek ist ein Problemkind. Aber nur weil... Aber jetzt ist er gerade im Positiven angekommen, aber das wollte der letzte Ausbruch, denke ich mal, hier gewesen sein. Hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, die Kentrosaurus sind nicht vom Ausbruchsumfang mit betroffen. So, da habe ich mich ein bisschen zu früh gefreut, nicht wahr, Jungs und Mädels? Der guten Unterhaltung. Und Fans der guten Unterhaltung. Jungs und Mädels und Fans der guten Unterhaltung. Alles klar. Jedenfalls würde ich sagen, wenn wir jetzt den Team jetzt betäubt haben und wieder zurückgeschafft haben und er sich hoffentlich wieder ein bisschen einpendelt, würde ich einfach mal sagen, abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall hundertprozentig wieder bei einem neuen Part von Jurassic World Evolution. Ein neuer Tag bricht an und somit dann auch ein neuer Part. Also bis zum nächsten Mal. Bis bald.